Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alex und ich stelle euch in diesem Video das E-Bike Serial One powered by Harley-Davidson vor. Bleibt dran! Harley-Davidson und E-Bikes. Zuerst war ich auch skeptisch, als die ersten Informationen zum E-Bike auftauchten. Sollte das ein ähnlicher, halbherziger Versuch sein, wie ihn einige Autohersteller schon unternommen haben? Doch wenn man genauer hinschaut, sieht man die Harley-Davidson-DNA an vielen Stellen und merkt, die Jungs aus Milwaukee meinen es durchaus ernst. So wurde viel Wert auf Integration und cleanes Erscheinungsbild gelegt, denn es sind nur im minimalistischen Umfang Züge oder Leitungen erkennbar. Ein Merkmal, für das auch die Motorräder von Harley-Davidson bekannt sind. Auch das Thema Wartungsarmut stand ganz oben im Lastenheft. Konsequenterweise wurde auf eine Federgabel verzichtet. Für den Fahrkomfort sorgen Schwalbe Supermoto X in 2,4 Zoll Breite. Die stabile Gabel, die große Scheibenbremse und die Steckachse bürgen für große Fahrstabilität. Eine Besonderheit ist das abschließbare Fach im Rahmen, das Platz für ein Faltschloss bieten soll. Ebenfalls besonders ist der herausnehmbare und für einen besonders tiefen Schwerpunkt weit unten im Rahmen integrierte Akku mit einer Kapazität von bis zu 706 Wattstunden. Der Motor kommt von Brose und versteckt das geschickt. Der Markenname auf der Kettenstrebe weist unmissverständlich auf die Wurzeln des Serial One hin. Schön gemacht ist das im Ausfallende integrierte Rücklicht. Enviolo Automatikschaltung und Gatesriemen. Wartungsarmut und Bedienkomfort auch beim Antrieb. Nicht ganz ins durchdachte Bild passt die Nähe von Steuerungskabel der Nabenschaltung und Gatesriemen. Beginnt der Gatesriemen zu schwingen, was durchaus passieren kann, wird das Steuerungskabel unweigerlich in Mitleidenschaft gezogen. Das Serial One Rush City ist ein Commuterbike. Dazu passt der elegante hintere Gepäckträger. Ebenso elegant und praktisch ist der vordere Gepäckträger. Eine Gepäcktasche passt gut, Ösen für einen Spanngurt fehlen jedoch. Die Zuladung beider Gepäckträger ist auf nur 10 Kilogramm begrenzt. Das kann in der Praxis schnell zu wenig sein. Ein optisches Sahnestück ist der sauber integrierte Vorbau und der extrem cleane Lenker. Das Brose Bediendisplay am linken Lenkerende ist sehr kompakt, bietet aber alle wichtigen Infos. Es gibt vier Unterstützungsstufen. Überraschend dabei ist die Reichweiteneingabe. Denn die wird offenbar für jede Unterstützungsstufe einzeln und abhängig von der gewählten Kadenz errechnet. Am Bediendisplay kann man für jede Unterstützungsstufe den Grad der Motorunterstützung individuell regeln. In der Enviolo-App stellt man die individuelle Kadenz ein. Als Faustregel gilt: höhere Kadenz gleich höhere Akkureichweite. Die Automatiknabe sorgt dann dafür, dass man immer gleich schnell tritt. In diesem Beispiel entweder mit 50 oder mit 70 Umdrehungen pro Minute. Und das funktioniert wirklich gut, wenn man die persönliche Trittfrequenz herausgefunden hat.
Ambrose-Bediendisplay kann man auch die Automatikfunktion der Beleuchtung einschalten. Hier nochmal der Lenker, diesmal von vorne. Dank cleverer integrierter Kabelführung ergibt sich eine extrem aufgeräumte Optik. Die rechteckige Form des leuchtstarken Scheinwerfers setzt sich in der Linienführung des Vorbaus fort. Durchaus selbstbewusst setzt das Tagfahrlicht die Plakette des Serial One gekonnt in Szene. Noch ein paar kleine Details der Harley-Davidson-DNA. Die gefräste Vorderradnarbe passt optisch zur Novinci-Narbe im Heck. Ein kleiner Hinweis am Sattelrohr auf den Firmensitz. Oder das stilisierte Harley-Davidson-Logo auf dem Vorbau. Über den breiten Lenker lässt sich das Rush City gut dirigieren. Die Sitzposition ist bequem und durchaus langstreckentauglich. Eigentlich hätte ich gerne einen Kürbis mitgenommen, konnte ihn auf dem Frontgepäckträger aber mit dem Spanngurt leider nicht fixieren. Aber das hatten wir ja schon. Das Gewicht des Serial One ist, trotz fehlender Federung, mit rund 26,5 Kilo beachtlich. Allerdings noch im Rahmen des üblichen für ein E-Bike. Deshalb ist auch der Autotransport auf einem geeigneten Gepäckträger kein Problem. Mit dem Rush City ist Serial One, powered by Harley-Davidson, für aktuell rund 4.700 Euro ein beeindruckender erster Aufschlag gelungen. Es ist sauber gestylt, lässt sich einfach bedienen, ist wartungsarm und fährt sich dank der Kombination Brose-Antrieb und Novinci-Automatiknarbe komfortabel und sicher. Jedoch könnten die Gepäckträger etwas mehr Last vertragen und die Schwachstelle am Sensorkabel am Hinterrad sollte beseitigt werden. Das war mein Video zum Serial One Rush City. Vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und über ein Abo des Kanals. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video.